Servus und herzlich willkommen bei Leasin 2, dem Nachrichtenportal Ihres Vertrauens, Ihr arbeitslosen Kackheide. Neustadt-Eich, der Drachenlord polarisiert nicht nur im Netz. Am Donnerstag steht YouTuber Rainer Winkler, 32, wegen Körperverletzung und Beleidigung vor Gericht. Im Strafjustizzentrum an der Bärenschanzstraße tagt das Amtsgericht Neustadt an der Eich. Bereits vor Prozessbeginn sammeln sich Antifans und Hater vor dem Gebäude. Das Polizeiaufgebot ist groß. Sicherheit wird am Donnerstag groß geschrieben im Strafjustizzentrum an der Bärenschanzstraße. Selbst Journalisten müssen die Sicherheitsschleuse passieren und werden kontrolliert, wie am Flughafen. Das Amtsgericht Neustadt-Eich tagt im Gebäude, dabei ist der Inhalt des Strafprozesses nicht besonders spektakulär. Verhandelt wird über Körperverletzung und Beleidigung. Internetstar polarisiert. Doch angeklagt ist Rainer Winkler, als Drachenlord einer der meistgehasstesten YouTuber Deutschlands. Der selbsternannte Internetstar polarisiert. Zu seiner Gefolgschaft zählen vor allem Antifans und viele von ihnen, nur ein Paradoxon des Phänomens, finanzieren ihn, schon weil sie seine Videos klicken und dies für ihn bare Münze bedeutet. Nun sind sie gekommen, weil Rainer Winkler, er steht wegen Körperverletzung und Beleidigung bereits unter Bewährung, eine Freiheitsstrafe droht. Wir bringen den Drachenlord in den Knast, schrie bereits einer der Hater vor Jahren vor Winklers baufälligem Haus in Altschauer bei Urgericht, Landkreis Neustadt-Eich, Bad Windsheim. Nun sind rund 60 Hater als Zuschauer zum Strafjustizzentrum angereist, um zu sehen, ob diese Mission gelingt. Das Amtsgericht hat zwei Verhandlungstage angesetzt, am 21. und 28. Oktober werden die mutmaßlich Geschädigten als Zeugen angehört, sogenannte Hater, die der Drachenlord mit einer Taschenlampe geschlagen und verletzt haben soll. Auch Polizeibeamte sind gefragt, der Drachenlord soll sie wüst beleidigt haben, unterstellt. Das Amtsgericht spricht Rainer Winkler schuldig im Sinn der Anklage, könnte ihm eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung drohen. Doch ob und wann Rainer Winkler tatsächlich hinter Gitter geht, ist völlig offen. Nach einem Urteil des Amtsgerichts sieht der Instanzenzug die Berufung zum Landgericht vor. Wann ein Urteil, wie auch immer es am Ende lauten wird, rechtskräftig wird, ist derzeit völlig offen. Der Drache ist jedenfalls schon vor Ort. Es gibt Gerüchte, dass man wieder auf ihn einreden will. Bereits bei der letzten Verhandlung in Neustadt-Eich lautete das Motto, er könnte sein YouTuber-Dasein freiwillig aufgeben und wird dafür mit Bewährung belohnt. Tatsächlich ziehen sich die Prozessbeteiligten sofort nach Beginn der Hauptverhandlung hinter verschlossene Türen zurück. Die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft führen mit der Amtsrichterin Rechtsgespräche. Meist geht es in Strafverfahren darum, in sogenannten Deals gegen ein Geständnis eine mildere Strafe zu erwirken. Hier kann die Überschrift nur lauten, Rainer Winkler hängt seine YouTuber-Karriere freiwillig an den Nagel, dafür kommt er mit einer Bewährungsstrafe davon. Um Missverständnisse zu vermeiden, die Freiheit des Wohnortes und die Freiheit der Berufswahl sind grundrechtlich geschützt. Gedrängt werden, seine YouTuber-Karriere aufzugeben, kann Rainer Winkler nicht. Doch er kann es freiwillig anbieten, um die goldene Brücke zu beschreiten, die an einer eventuellen Gefängnisstrafe vorbeiführt. Aggressives Auftreten. In der Verhandlungspause diskutiert das Publikum. Nein, ein Mobbingopfer sei der Drachenlord eben gerade nicht, er sei es, der in seinen Videos und Streams aggressiv auftritt, Handwerker und Studenten abwechselnd als faul und dumm verunglimpft. Die Regel sind Rechtsgespräche am Amtsgericht übrigens nicht, es fällt ebenso die Verlegung des Prozesses von Neustadt an der Eich nach Nürnberg auf. Der Grund liegt auf der Hand, das Strafjustizzentrum Nürnberg bietet weit mehr Platz, doch auch weit mehr Sicherheitskräfte und Justizwachtmeister. Die Justiz müht sich, nicht als überfordert wahrgenommen zu werden. Metal off. Dieser Artikel wurde am 21. Oktober 2021 um 9:54 Uhr aktualisiert.